Willkommen zu einer neuen Story, liebe Freunde. Mein Name ist Serafina und das ist meine Geschichte. Falls euch die Story gefällt, bitte vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben und den Kanal zu abonnieren. Und bevor wir starten, möchte ich mich noch bei Christian, Luna und Shankol bedanken. Ich habe nach neuen Namenvorschlägen für diese Story gesucht und eure Namen haben mir einfach am besten gefallen. Vielen Dank. Naruto, schlag nicht mehr Ruffy. Oh, ich liebe chinesische Cartoons. Was ist los? Oh Mann! Oh, der Wecker! Oh Mann, ich bin zu spät! Ich muss mich beeilen! Das ist mal wieder typisch ich. Genau heute fange ich meine neue Arbeit an in dem neuen Spital und was mache ich? Ich verschlafe. Ach, manchmal denke ich mir, wenn mein Kopf nicht angewachsen wäre, hätte ich den wahrscheinlich auch irgendwo mal verloren oder vergessen. Ich sollte echt aufhören, Selbstgespräche zu führen. Dafür habe ich ja meine liebe Katze. Hallo Kätzchen, hast du Hunger? Willst du was essen, liebe Katze? Kikeriki, kikeriki. Okay, kleine Katze, ich mache dir schon dein Essen. So, schauen wir mal, was wir für dich haben. Ah ja, hier, dein Katzenfutter. So, warte, ich gebe dir das schnell in deine Box rein. Und jetzt kannst du essen. Ich hoffe, es schmeckt dir. Kikeriki, kikeriki. Du bist das bravste und süßeste kleine Kätzchen, das ich je auf der Straße gefunden habe. Ah, ich bin so glücklich, dass ich sie aufgenommen habe. So, jetzt muss ich mich aber beeilen. Ich muss jetzt echt duschen, sonst komme ich wirklich zu spät. Und ab unter die Dusche. Ah, ich liebe es, am Morgen zu duschen. Da fühlt man sich immer so frisch und sauber. Dusche am Morgen ist erledigt. Jetzt muss ich mich schnell anziehen gehen. Oh Mann, ich habe nicht mal Zeit zum Frühstücken. Ach, ich werde einfach auf dem Weg in die Arbeit mir einen Kaffee reinziehen. Das sollte reichen. Und jetzt kommt der schwierigste Part. Was ziehe ich an? Ach, so viel Auswahl, aber so wenig Zeit. Wie wäre es mit dem roten Kleid? Ich schaue aus wie 5 Jahre. Nee, das geht nicht. Das da? Ah, das ist süß, aber das ist mein Sportgewand. Das sollte ich vielleicht nicht in der Arbeit anziehen. Das ist stylisch. Ja, das nehme ich. Jetzt geben wir schnell alles wieder zurück in den Schrank. So, perfekt. Ach, das Handtuch, das räume ich weg, wenn ich wiederkomme. Oh, ich sollte jetzt echt mich jetzt beeilen. Oh Mann, es wird immer später. Ich sollte echt aufhören mit den Selbstgesprächen und los in die Arbeit. Ist das ein neuer Kaffeeladen? Oh, da war ich ja noch nicht. Der Kaffee ist sicher köstlich. Willkommen zu Candy Cute Café. Mein Name ist Candy Cute. Kann ich Ihnen einen Kaffee machen? Oh, Candy Cute Café. Was für ein schöner Name. Ich hätte gerne einen Kaffee und zwar mit braunem Geschmack, bitte. Oh, eine sehr gute Wahl, denn alles, was braun ist, ist köstlich. Schokolade, Kakao. Die braunen Lego-Steine, wirklich alles, was grün ist, ist köstlich. Und das macht auch 3 Millionen chinesische Lire, bitte. Oh, so günstig, ja natürlich. Ich habe mein Geld nicht mit. Oh nein, was mache ich jetzt? Sheesh, brr, was kaufst du einfach einen Kaffee, ohne Geld mitzuhaben? Ja, das war ein Versehen, ich dachte, ich habe Geld mit. Hey, ich habe alles gehört, ich kann die Rechnung für dich übernehmen. Was? Das würdest du machen? Ja, natürlich. Wenn man etwas Gutes tut im Leben, kommt auch wieder etwas zurück. Also, ich zahle das für dich. Gar kein Problem. Oh, wow. Vielen Dank. Du bist einfach die Beste. Oh, weil du so nett bist, mache ich dir auch einen Rabatt. Statt 6 Millionen chinesische Lire musst du nur noch 8 Millionen zahlen. Das ist aber nett. Und wenn wir sich das nächste Mal sehen, übernehme ich deine Kaffeerechnung, okay? Diese Einladung nehme ich gerne an. Danke. Nein, ich danke dir. Ich muss jetzt leider los. Tschüss. Es gibt echt gute Menschen auf dieser Welt. Ich kann es echt nicht glauben, dass sie einfach meinen Kaffee gezahlt hat. Dieser Tag kann einfach nicht schlecht werden. Gugu, Gugu Gaga, Gugu 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 Gaga. Ja, mein Liebling, wir sind bald dran. Du musst nicht mehr lange warten. Komm, du kannst ein bisschen Fortcraft auf meinem Handy spielen. Gugu, Gugu Gaga, Gugu Gaga Gaga Gaga, Gugu. Gugu, Gugu, Feuer, Gugu, 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 Gugu. Junge, was machst du mit dem Feuerlöscher? Leg das sofort zurück, das ist kein Spielzeug. Gugu, Gugu, Gaga, Gugu. Er macht doch nichts, er will nur ein bisschen spielen. Oh, Gugu, Gaga, 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 Gugu, Gugu, Gugu. Kleines Mädchen, was machst du? Gib das sofort her. Gugu, Gugu, Gaga, Gugu, 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 Gaga, Gugu, Gugu, Gugu. Also manche Eltern können echt ihre Kinder nicht erziehen. Willkommen im neuen Spital. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, mein Name ist Serafina und ich habe ein Praktikum hier. Oh ja, stimmt, das hat man mir ja gesagt. Willkommen, Serafina. Vielen Dank, ich bin schon richtig aufgeregt und neugierig, was ich heute überhaupt machen werde. Das werde ich dir heute alles zeigen und... Oh, du hast ja dich noch nicht dein Outfit an. Oh, wir müssen dich umziehen. Umziehen? Warum muss ich mich umziehen? Das ist mein Lieblingsgewand und es ist sauber. Ich kann wirklich das anbelassen. Nein, das geht wirklich nicht. Du musst dein Arbeitsgewand anziehen. Das ist hier Pflicht. Jeder muss das machen. Na, wenn das so ist, dann zeig mir bitte, wo ich mich umziehen kann. Komm einfach mit und folge mir, okay? Okay.
Und hier sind wir auch schon. Das ist die Umkleide für die Angestellten. Dein Spind ist hier ganz links und hier hast du dein grünes Outfit an. Zieh das bitte gleich an. Aber dieses Outfit ist rot. Oh, tut mir leid, das Gewand ist natürlich nicht grün. Es ist violett. Okay, ich ziehe einfach dieses pinke Outfit an und dann ist aus, okay? Warum hast du eigentlich kein blaues Outfit an? Ja, ich habe dich leider nicht gehört. Komm, ich zeig dir jetzt, wo deine Station ist, wo du arbeiten wirst. Folge mir einfach. Nicht trödeln, wir haben keine Zeit zu verlieren. Los, folge mir. Babyabteilung. Du wirst heute in der Neugeborenenabteilung arbeiten. Ich hoffe, du magst diese kleinen Ratten. Ich meine natürlich Babys. Ich hoffe, du magst Babys. Keine Sorge, ich liebe Tiere. Ich bin sehr gut mit neugeborenen Tieren. Babys. Oh, Herr Dr. Katze, Sie sind hier auch hier. Schwester, ich habe Ihnen schon tausendmal gesagt, mein Name ist Leo. Oh, das tut mir leid, aber Ihr Name ist einfach zu kompliziert. Ja, es gibt ja immer diesen Spruch, dass Blondinen nicht besonders intelligent sind und bei dir stimmt das sogar. Wie können Sie nur sowas sagen? Das ist total gemein. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Ich werde mich bei Ihren Vorgesetzten beschweren. Wenn Sie das tun, mache ich Ihnen das Leben zur Hölle und jetzt verschwinden Sie gefälligst. Okay. Finden Sie nicht, dass Sie ein bisschen überreagiert haben bei der lieben Schwester? Hat irgendjemand nach Ihrer Meinung gefragt? Wer sind Sie überhaupt und was machen Sie hier? Oh, mein Name ist Serafina und ich mache mein Schulpraktikum heute hier im Spital. Ach, noch so ein dämliches Kind. Das hat mir noch gefehlt. Und was hältst du da in der Hand? Ist das etwa ein Café? Das ist hier verboten. Her damit. Aber das ist mein Café. Das habe ich gekauft. Wollen Sie etwa Ihren Vorgesetzten widersprechen? Ach, dieser Kaffee war ja köstlich. Vielen Dank, dass du mir deinen Kaffee geschenkt hast. Und übrigens, ich finde den Namen Serafina irgendwie blöd. Ich werde dich ab jetzt Schimmel nennen, so wie deine Haare so schimmelig ausschauen. Aber das ist meine Naturhaarfarbe, die sind halt so grün. Ach, ich hasse es, wenn Frauen reden. Kannst du einfach den Mund halten und zuhören? Das ist die Babyabteilung. Hier sind Babys, sie sind ekelhaft, sie stinken. Füttere sie, Windeln wechseln, schau, dass sie nicht sterben. Fertig, das ist deine Arbeit. Oh, was für ein Glück, ich bin bei der Haustierabteilung. Ich meine natürlich Babyabteilung. Habe ich etwa gesagt, dass du reden darfst? Daran kann ich mich nicht erinnern. Oh, ich hasse es, wenn Frauen reden. Aber was ist, wenn ich Fragen habe? Das ist heute mein erster Tag. Ja, dann suchst du dir halt jemand anderen, der deine Fragen beantwortet. Ich gehe jetzt. Oh Mann, und das ist mein erster Tag. Oh. Hallo Babys, wie geht es euch? Ihr seid süß. Oh, dieses Baby weint ja. Ich muss schauen, wahrscheinlich... ich glaube, es braucht einfach nur Milch, oder Baby? Du brauchst einfach nur Milch. Komm, den Schnuller weg. Und wo ist die Milch? Ah, hier. Ich gebe dir einfach ein bisschen Milch. Dann schaut die Welt schon wieder besser aus, Baby, oder? Ja, na schau, du hattest einfach nur Durst. Es ist jetzt wieder alles gut, oder Baby? Gut Milch, Love Milch, Milch gut. Na schau, hier, du bekommst deinen Schnuller wieder und jetzt kannst du weiter schlafen. Ach, ein zufriedenes Baby, dann bin ich auch zufrieden. Huch, noch ein Baby, das weint. Was fehlt dir denn, Kleiner? Boah, du stinkst. Boah, ich glaube, du hast eine braune, riesige Wurst in deine Windel gemacht. Boah, ich leg dich einfach jetzt mal hier auf den Boden, da bist du mal sicher. Und ich muss die Windeln suchen. Wo sind sie? Wo sind Windeln? Ah, hier zum Glück. Ach, ich muss vorher meine Hände desinfizieren, weil diese braune Wurst, die ist sicher jetzt überall. Los, wechseln wir die Windeln. Bist du bereit, Baby? Und das linke Bein hinter das rechte Ohr und so und dann links und perfekt. Ah, ein zufriedenes Baby, wieder von neu. Und geht es dir gut, Baby? Gugu, gaga, gugu. Ich glaube, ich bin richtig gut in diesem Job und ich liebe es, auf diese kleinen Hunde, Babys aufzupassen. La, 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 la. Oh, wer bist du denn? Huch, noch ein Doktor. Ja, das haben Spitäler so an sich, dass da lauter Doktoren rumlaufen. Ich bin Liam, Dr. Liam übrigens. Es ist schön, mal einen netten Doktor zu treffen. Mein Name ist Serafina. Ich mache mein Schulpraktikum heute hier. Wow, Serafina, was für ein bezaubernd schöner Name. Oh, vielen Dank, das freut mich, dass er Ihnen gefällt. Und die lassen eine Schulpraktikantin schon alleine auf Neugeborene aufpassen? Naja, so schwer ist das nun wieder auch nicht. Ich muss ja Ihnen nur die Flasche geben und die Windeln wechseln. Ja, aber trotzdem, aber falls irgendwas ist, kannst du jederzeit zu mir kommen, wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst. Ich helfe dir gerne. Ja, ich gehe lieber zu Ihnen als zu diesem rothaarigen Teufelsdoktor Löwenzahn oder wie auch immer er heißt. Oh, du meinst Dr. Leo? Ja, er ist nicht der netteste Arzt, aber ja, was sollen wir machen? Aber jedenfalls vielen Dank für das Angebot, aber ich glaube, ich krieg alles hin. Wie du meinst, kannst aber jederzeit vorbeikommen. Miau, 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 miau.
Und was fehlt dir denn, armes kleines Baby? Du bist wahrscheinlich durstig und brauchst deine Milch. Komm hier, trink deine Milch. Trink deine Milch. Oh, du, warum willst du nicht trinken? Ach, du hast wahrscheinlich keinen Durst. Oh, vielleicht ist es deine Windel. Oder fehlt dir der Schnuller? Willst du den Schnuller haben? Du willst den Schnuller auch nicht? Okay, dann muss es die Windel sein. Oh ja, ich glaube, ich riech schon. Uff. Ja, du hast eine richtig grüne Wurst in deiner Hose hinterlassen. Hier, ich werf dich ganz vorsichtig auf den Boden und hol dir eine Windel. Puh, Krankenschwester zu sein ist nicht so einfach. So viele braune Würste, mit denen ich zu tun haben muss. Oh nein, noch eine braune Wurst. Hey, du grüner Schimmel, was machst du hier? Du sollst gefälligst in deiner Abteilung bleiben. Was fällt dir ein? Also ich wollte nur die Windeln. Also was ist, wenn etwas den Babys in Zwischenzeit passiert? Du kannst nicht einfach die Babys alleine lassen. Aber niemand hat mir irgendwas gesagt. Ich muss doch die Windeln wechseln. Ach, wahrscheinlich wolltest du nur in Ruhe eine rauchen gehen. Was? Keine Widerrede und jetzt komm gefälligst mit in deine Abteilung. Also ganz ehrlich, was sich Teenager schon erlauben. Oh, was macht diese Ratte hier am Boden? Oh, das ist ein Baby. Wieso ist dieses hässliche Baby am Boden und nicht in diesem Gefängnis da oben? Hier, du hässliches Tier, ich gebe dich wieder in dein Bettchen rein. Also, was ist hier los? Ich musste nur schnell frische Windeln holen. Oh, ich will diesen billigen Ausreden nicht hören. Wenn du eine rauchen willst, dann frag nach einer Rauchpause, aber lüg nicht. Ich rauche nicht und ich lüge auch nicht. Wirklich, ich habe nur die Windel holen müssen. Zum Glück machst du nur ein Praktikum, sonst würden wir lauter tote Babys hier im Spital haben wegen dir. Sowas Unfähiges wie dich, sowas brauchen wir hier nicht. Es tut mir leid. Oh, ich will dich einfach nicht mehr sehen. Oh Mann, das ist mein erster Tag und ich habe schon einen Fehler gemacht. Der eine Arzt hasst mich. Ich weiß nicht, ob ich das lange hier aushalte. Ich muss die ganze Woche hier arbeiten. Ich will nicht mehr. Huch, warum bist du denn so traurig? Komm, sag mir schon, was ist los? Was ist passiert? Dieser gemeine, rothaarige Furzkissen hat mich wieder geschimpft. Du darfst dir das echt nicht zu Herzen nehmen, was dieses wandelnde Furzkissen sagt. Er war aber so gemein zu mir und es war komplett unfair. Ja, ich hab's gehört, wie er geschrien hat, das, glaube ich, das ganze Spital gehört. Du hast es schon richtig gemacht. Natürlich musst du frische Windeln für das Baby holen. Weißt du was? Nächstes Mal, wenn er redet, stell dir einfach vor, dass er einfach nur furzt, die ganze Zeit. Oh mein Gott, das wäre lustig. Stell dir vor, er redet und ich höre nur... Ja, genau, stell dir das vor. Ach, das ist einfach köstlich. Vielen Dank, Dr. Lien. Sie sind einfach der Beste. Ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Tschüss. Es ist zwar heute mein erster Tag, aber dieser Dr. Lien ist echt nett. Und dieser andere Doktor, ach, der ist mir egal, dieses wandelnde Furzkissen auf zwei Beinen. Aha, diese Pakete sind so schwer und ich bin auch im 9. Monat schwanger. Ach. Endlich sind wir fast fertig. Oh. Aber jetzt müssen wir die Pakete nur noch in den 3. Stock bringen und dann haben wir es geschafft. Boah, ich wusste gar nicht, dass schwangere Menschen so viel jammern. Die Kissen sind überhaupt nicht schwer. Jetzt tu nicht so und los, pack an. Doch, für mich sind sie richtig schwer. Du darfst nicht vergessen, ich habe auch ein Baby im Bauch, was ich die ganze Zeit trage. Ach, das ist alles nur eine faule Ausrede. Ein Baby, als ob das so schwer ist. Wie schwer ist denn bitte ein Baby? Jetzt sei nicht so faul und pack gefälligst an. Wir müssen das jetzt in den 3. Stock tragen. Schau, weil ich so nett bin, helfe ich dir sogar, okay? Du musst nicht alles alleine tragen. Ich nehme diesen schweren Kübel und diesen schweren Besen. Aber jetzt musst du auch was anpacken. Aber es sind nur noch diese schweren Kartons da. Oh, mein Bauch. Oh, ich fühle mich nicht so gut. Oh. Ich wusste ja nur, dass du simulierst. Und jetzt komm, wir müssen das in den 3. Stock bringen. Los, sei nicht so faul. Schau, siehst du, wir haben es schon geschafft. Du musstest nur 5-mal runtergehen, um die Kisten neu zu holen. Und du bist kein einziges Mal mitgegangen. Ich muss alles alleine tragen. Aber ich habe dir doch geholfen. Schau, ich habe den 2. Besen und den 2. Kübel getragen. Kannst du mir bitte helfen und die Kisten mal wegstellen, damit du mir den Kübel abnehmen kannst? Oh ja, natürlich, mein lieber Ehemann. Hier, schau, ich nehme dir das ab. Schau, du musst dich nicht bewegen. Ich mach das schon. Das wurde auch langsam Zeit, dass du mir das abnimmst. Mir wären schon meine Hände fast abgefallen. Tut mir wirklich leid, die Schwangerschaft nimmt mir all meine Kraft. Kannst du bitte aufhören, der Schwangerschaft alles in die Schuhe zu schieben? Du bist einfach nur faul. Ja, du hast eh recht, aber ich fühle mich irgendwie nicht so wohl. Ich glaube, ich muss mich etwas hinlegen. Oh, ich fühle mich so schwach und ausgelaugt. Das ist eine fantastische Idee, während du alles auspackst. Oh, weil ich bin so müde und erschöpft, leg ich mich etwas hin. Gute Nacht, Liebling. Aber ich fühle mich auch nicht gut. Oh, ich muss mich auch irgendwo hinlegen. Wo ist denn unser Schlafzimmer? Oh, ich bin so schwach, irgendwie ist mir schwindelig und ich fühle mich nicht gut. Irgendwas stimmt hier nicht. Mir ist auf einmal so kalt und
Mir geht's nicht gut. Mir ist so kalt. Ich hab Schüttelfrost. Ich muss schnell zu Patrick. Er muss mir helfen. Ich glaube, ich muss ins Spital. Patrick, steh auf. Ich brauche deine Hilfe. Bitte fahr mich ins Spital. Was fällt dir ein, so rumzuschreien? Du weißt genau, dass ich ein Nickerchen machen will. Ist mir egal, wie es dir geht. Wenn du ins Spital willst, dann fahr doch selber. Ich schlaf jetzt. Gute Nacht. Oh, mir ist so schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh, jetzt sind auch noch die Kisten davor. Schnell weg mit diesen Kisten. Ich glaube, ich muss wirklich ins Spital. Ich fühle mich nicht gut. Aber ich will nicht einen Krankenwagen rufen. Was ist, wenn das nur falscher Alarm ist? Ich hole mir einfach ein Taxi und lass mich im Spital untersuchen. Ich mache mir so unendliche Sorgen. Was ist, wenn es dem Baby nicht gut geht? Was ist, wenn das nur ein falscher Alarm ist? Oh. Bitte helfen Sie mir. Hallo, sind Sie ein Doktor oder eine Krankenschwester? Ich bin natürlich ein wichtiger Doktor und nicht eine unwichtige Krankenschwester. Was? Krankenschwestern sind genauso wichtig. Ich bin... Ach, schon wieder eine hysterische Frau. Ich habe keine Nerven für sowas. Ich bin nicht hysterisch. Ich bin krank und mir geht es nicht gut. Bitte helfen Sie mir. Ich bin schwanger und irgendwas stimmt mit meinem Baby nicht. Oh, Sie sind schwanger? Was fehlt Ihnen denn? Sagen Sie mir, was haben Sie für Symptome? Schwester, was mischen Sie sich einfach ein? Was wissen Sie überhaupt? Sie sind nur eine billige Krankenschwester. Mischen Sie sich nicht ein. Aber ihr geht's eindeutig nicht gut und ich wollte nur helfen und Sie haben keine Fragen gefragt. Wissen Sie was? Dann übernehmen Sie das doch. Studieren Sie doch Medizin. Ah, das können Sie nicht. Warum nicht? Weil Sie blond sind. Ach, ich habe keine Lust mehr, diese Patientin zu behandeln. Ich will nur noch männliche Kunden haben. Ich rufe einfach mal in der Schwangerschaftsabteilung an. Dann wird schon jemand kommen, der Ihnen helfen kann. Ach, Sie gehen mir hier alle auf die Nerven. Ach, endlich ist dieser komische Arzt weg. Bitte helfen Sie mir. Ich brauche Hilfe. Mir geht es nicht gut. Ich fühle mich schon so komisch den ganzen Tag. Und ich habe Schüttelfrost. Und nein, Sie zittern mir am ganzen Leib. Ich rufe sofort in der Abteilung an. Warten Sie eine Sekunde. Es wird sofort jemand kommen. Sie haben mich gerufen. Was ist hier los? Wir haben hier eine Schwangere und ihr geht es eindeutig nicht gut. Und sie braucht Hilfe. Natürlich. Bitte komm, setzen Sie sich hin. Ich bringe Sie sofort in die Abteilung. Sie dürfen nicht so viel stehen. Herr Dr. Leo war zwar hier, aber er wollte Sie nicht behandeln, weil sie eine Frau ist. Ach, natürlich, dieser Dr. Löwe. Was will er in der Schwangerschaftsabteilung? Was will er machen? Schwangere Männer behandeln? Bitte helfen Sie mir. Mir geht es nicht gut. Oh ja, natürlich. Ach, ich bin immer noch so wütend auf diesen Arzt. Ich bringe Sie sofort in die Abteilung zu einem guten Arzt, einem kompetenten Arzt. Kommen Sie mit. Er ist der beste Arzt. Das ist Dr. Liam. Was ist denn hier los? Sie ist schwanger und der rothaarige Arsch mit Ohrenarzt wollte sie nicht behandeln. Bitte, Sie müssen ihr helfen. Ah, nicht schon wieder dieser Furzkanister, Doktor. Ich halte den langsam nicht mehr aus. Sie müssen sich überhaupt keine Sorgen machen. Er ist einfach der beste Arzt. Hier, setzen Sie sich schon mal hin und die Untersuchung kann jetzt schon beginnen. Oh, Sie sind schon vor Angst ganz grün im Gesicht, aber Sie brauchen wirklich keine Angst haben. Dr. Liam ist der netteste und beste Arzt, den man hier finden kann. Als erstes schauen wir natürlich mit dem Ultraschallgerät, wie es dem Baby geht. So. Es ist jetzt ein bisschen kalt, okay. Es scheint aber alles in Ordnung zu sein. Also dem Baby geht's gut, aber keine Sorge, wir werden schon noch herausfinden, was nicht in Ordnung ist. Wie wär's, wenn wir einfach eine Blutuntersuchung machen, dass wir einfach Blut abnehmen und sie einfach auf alles testen? Serafina, ich bin richtig beeindruckt. Du bist erst seit ein paar Tagen hier und du hast schon so viel gelernt. Vielen Dank, Dr. Liam. Ich habe natürlich nur vom Besten gelernt. Ich werde mal schnell die Spritze holen gehen. Ich habe mich beeilt, so schnell ich konnte. Ich habe sie auch nochmal abgehört. Irgendwas ist wirklich nicht in Ordnung. Ich schaue nochmal in ihre Nase rein. Nein, da hat sie auch nichts. Was fehlt dieser Frau nur? So, es wird jetzt Zeit für die Spritze. Keine Sorge, das gibt einen kleinen Piekser. Perfekt, vielen Dank. Serafina, könntest du bitte die Spritze ins Labor bringen, damit sie es untersuchen können? Ja, natürlich. Ich mache mich sofort auf den Weg. Oh, sehr gut, Sie hier zu treffen, Dr. Aditoro. Ich habe eine Spritze für Sie zum Untersuchen. Oh, eine Spritze zum Untersuchen. Endlich wieder Arbeit für mich. Ja, klar. Ich muss schnell ein paar Tropfen hier auf die Platte geben. Und die kommt jetzt unter das Mikroskop. Oh nein, was haben Sie gesehen? Oh nein, die Patientin, der das Blut gehört, sie muss sofort operiert werden, das ist lebensgefährlich. Was? Lebensgefährlich? Was hat sie denn? Sie hat eine Vergiftung, sie muss sofort operiert werden. Oh nein, das ist ja schrecklich, Sie müssen nämlich wissen, sie ist schwanger. Oh, dann ist das eine Schwangerschaftsvergiftung, das ist noch gefährlicher, das Kind muss raus und sie muss operiert werden. Ich muss das schnell Dr. Liam sagen.
Dr. Liam, die schwangere Patientin, sie muss sofort operiert werden. Sie hat eine Schwangerschaftsvergiftung. Was? Eine Schwangerschaftsvergiftung? Das ist ja schrecklich. Oh nein, was ist das? Werde ich sterben? Wird mein Baby überleben? Das wissen wir nicht, aber sie müssen sofort operiert werden. Die Chance, dass es aber gefährlich endet, ist sehr hoch. Wir müssen sich wirklich beeilen. Jede Sekunde zählt. Ich hol schon mal einen Rollstuhl. Wir müssen sie sofort in den Operationssaal bringen. Wir können nicht mehr länger warten. Jede Sekunde zählt. Bitte kommen Sie und legen Sie sich ganz vorsichtig auf das Bett. Wir werden natürlich versuchen, alles, was in unserer Macht steht, um Sie und das Baby zu retten. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Aber wir müssen uns beeilen, denn wirklich jede Sekunde zählt hier. Habe ich gut geschlafen, Schätzchen? Schätzchen, wo bist du? Wieso hast du mein Essen nicht vorbereitet? Wieso sind die ganzen Kartons noch eingepackt? Ach, du bist so faul. Wo bist du? Ach, nur weil sie schwanger ist, darf sie heißt es nicht, dass sie so faul sein darf. Ich meine, ich bin den ganzen Tag arbeitslos zu Hause. Das ist sehr anstrengend. Ach, wo ist sie nur? Oh, ich hoffe, sie verpasst heute ihre Schicht in der Tankstelle nicht. Oh, wehe, sie geht nicht in die Arbeit und verdient Geld für mich. Ach, seitdem sie dieses Kind hat, ist diese Frau unausstehlich. Ach, ich hasse dieses Baby jetzt schon. Sie ist wahrscheinlich im Spital. Genau dort werde ich sie finden, im Spital. Ich muss schnell hin. Der Operationssaal ist schon vorbereitet. Wir müssen sie nur noch schnell hinbringen. Ach, wenn das nicht Schimmeline und Blondie ist. Was macht ihr hier? Wir haben hier eine schwangere Patientin und sie muss operiert werden. Sie hat eine Schwangerschaftsvergiftung und das Baby muss jetzt einen Monat zu früh raus. Warte mal, das ist doch die Lady, die ich untersucht habe. Das heißt, ich habe recht, bei der Operation zu assistieren und nicht du. Serafina hat mir erzählt, dass du sie nicht mal untersuchen wolltest. Doch, ich hätte sie schon irgendwann mal untersucht, nur nicht sofort. Serafina, bring die Patientin schon mal in den Operationssaal. Ich muss das mal schnell hier klären. Bitte beeil dich, jede Sekunde zählt. Sehr gut, der Chefarzt ist auch schon hier. Hier ist die schwangere Patientin, die notoperiert werden muss. Was? Ich wusste nicht, dass die Patientin schwanger ist. Das kompliziert ja alles. Sie hat eine Schwangerschaftsvergiftung und das Baby muss sofort raus, sonst kann sie und das Baby sterben. Bitte, mir ist egal, was mit mir passiert, aber schützen Sie mein Baby. Was soll ich tun, Herr Doktor? Du kannst sie schon mal auf den Operationstisch legen, ihr das Narkosegas geben und alles vorbereiten für die Operation. Natürlich, Herr Doktor, das mache ich sofort so. Legen Sie sich hier auf den Tisch. Keine Sorge, Sie werden jetzt einfach schlafen und dann morgen ist alles wieder in Ordnung und es wird alles gut laufen, das verspreche ich Ihnen. Also Schwester, ich muss schon ehrlich sagen, Sie sind eine sehr gute Arbeiterin. Oh, vielen Dank, das freut mich zu hören. Aber Sie müssen die Patientin retten. Bitte versprechen Sie mir das. Ich werde bei der Operation assistieren. Nein, ich werde sie assistieren. Du hast keine Chance, ich bin älter und besser. Verschwinde, Alte. Was ist das für ein Geschrei hier im Operationssaal? Ja, Herr Dr. Löwe, was ist das für ein Geschrei? Ich will sofort eine Erklärung wissen, was das hier soll, Herr Löwe. Also ich habe die neue Patientin hierher getragen und auf einmal... Das stimmt gar nicht. Wir haben die Patientin untersucht und wir haben auch die Diagnose rausgefunden. Herr Dr. Löwe wollte sie nicht mal untersuchen. Ist das wahr, Herr Dr. Löwe? Ob das wahr ist, habe ich gefragt. Natürlich nicht. Ich habe die Frau untersucht und auf einmal war sie weg und dann habe ich herausgefunden, dass die zwei einfach die Patientin entführt haben. Denn sie wussten, dass sie operiert werden muss und sie wollten unbedingt assistieren. Was? Das stimmt nicht. Er lügt. Das ist gar nicht passiert. Wir haben doch... Was fällt euch zwei eigentlich ein, einfach eine Patientin zu entführen, nur weil ihr assistieren wollt bei dieser Operation? Schwester, ich nehme alles zurück. Sie sind eine grauenhafte Schwester. Das wird noch ein Nachspiel geben für euch zwei. Aber das stimmt doch nicht. Wir haben nichts gemacht. Herr Dr. Furzkanister, Sie können mir heute bei der Operation assistieren. Endlich kann die Gerechtigkeit siegen. Und ihr zwei verlasst sofort den Operationssaal. Und das wird noch Ärger geben. Darauf könnt ihr euch gefasst machen. Mir ist egal, was mit uns passiert, aber bitte passen Sie auf die Patientin auf. Sie ist mir sehr wichtig und bitte retten Sie das Baby. Natürlich, was ist das für eine Frage? Und jetzt raus aus meinem Operationssaal. Komm, Liam, das hat keinen Sinn. Wir können nichts mehr machen. Gehen wir. Vielen Dank, dass Sie zu mir gehalten haben. So eine Kinderei. Und jetzt fangen wir an mit der Operation. Oh, ich freue mich so, dass sie krank geworden ist und dass wir operieren können an einer Schwangeren. Wie cool ist das denn? Darf ich sie aufschneiden? Bitte lassen Sie mich aufschneiden. Bitte, bitte, bitte. Als erstes müssen wir mal das Schmerzmittel geben, damit sie nicht spürt. Und an einer Schwangeren zu operieren ist kein Kinderspiel. Natürlich darfst du nicht operieren, weil hier geht es um zwei Menschenleben. Um die der Mutter und vom Baby. Und jetzt schau zu und lerne. Ich hoffe, die Operation wird gut verlaufen. Du brauchst dir wirklich keine Sorgen machen. Der Chefarzt ist der beste Arzt hier im Spital. Ach, meiner Frau geht's sicher gut. Sie ist nur hergekommen, damit sie heute nicht arbeiten muss. Aber das kann sie sich abschreiben. Hey, kleines Mädchen, geh zur Seite. Ich bin jetzt hier. Ich möchte fragen, wo meine Frau ist. Mein Herr, Sie müssen bitte ein bisschen noch warten. Vor Ihnen ist noch diese kleine Lady dran. Bitte helfen Sie mir. Ich muss den ganzen Tag mich übergeben und... Ich warte sicher nicht. Verschwinde, Kleine. Meine schwangere Ehefrau ist gestern hergekommen und ich möchte bitte wissen, wo sie ist. Ich muss sie nämlich mit nach Hause nehmen. Sie muss arbeiten gehen. Oh, Sie meinen die schwangere Patientin, die jetzt operiert wird? Ja, sie hat eine Schwangerschaftsvergiftung und
das Kind muss raus und sie ist gerade im Operationssaal. Ach, Schwangerschaftsvergiftung, papalapap. Ich will sie gefälligst mit nach Hause nehmen. Sie muss arbeiten gehen, denn wenn sie nicht arbeiten geht, verdienen wir kein Geld, weil ich gehe garantiert nicht arbeiten. Ich bin der Mann im Haus, der geht nicht arbeiten. Aber das geht nicht, wenn sie jetzt mit nach Hause nehmen, dann könnte sie sterben. Ich mach, was ich will und wenn ich sie mit nach Hause nehmen will, dann wird sie jetzt mit nach Hause kommen und zwar Pasta. Wo ist dieser verdammte Operationssaal? Ich will gefälligst meine Frau mit nach Hause nehmen. Wo ist meine schwangere Frau? Oh, Sie sind sicher der Ehemann von der schwangeren Patientin. Ach, wo ist meine faule Frau? Ich möchte sie gefälligst mit nach Hause nehmen, damit sie arbeiten gehen kann. Was? Sie schicken Ihre schwangere Frau arbeiten? Das geht nicht. Sie wird gerade operiert. Sie nehmen das Kind raus. Sie können sie nicht mit nach Hause nehmen. Das ist lebensgefährlich. Ach. Was redest du überhaupt mit mir? Du bist eine Frau, du bist nichts wert, also verschwinde. Mit dir rede ich nicht, ich rede nur mit Männern. Komm her, Herr Doktor. So können Sie nicht mit der Krankenschwester reden. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Sind Sie verrückt? Wie ich Ihnen schon gesagt habe, Sie können Ihre Ehefrau nicht mit nach Hause nehmen. Sie wird gerade operiert. Sie können sich noch so viel aufregen, wie Sie wollen. Sie können sie nicht mit nach Hause nehmen. Haben Sie das verstanden? Was fällt dir eigentlich ein, mit mir so zu reden? Wer glaubst du, wer du bist? Du bist nur eine Frau. Du bist nichts wert, also verschwinde von hier. Ich kann mit meiner Ehefrau machen, was ich will. Wenn ich sie töten will, dann werde ich das machen. Hast du mich verstanden? Wenn sie noch einmal so mit ihr reden, dann rufe ich die Security und sie werfen sie aus dem Spital raus. Haben sie mich verstanden? Ach, es hat keinen Sinn. Gehen wir einfach. Es nützt nicht, mit so jemandem zu diskutieren. Ich warte, bis sie fertig operiert wird. Keine Sorge. Los, gehen wir. Ah, Sie sind wohl der glückliche Vater von dieser kleinen Ratte. Ich meine, von diesem kleinen süßen Baby. Wieso schaut das Baby so aus? Es ist ja hässlich. Warum ist es so zerknödelt und so feucht? Naja, das passiert, wenn das Baby einen Monat zu früh auf die Welt kommt. Aber schau, Sie haben eine relativ gesunde Tochter. Was? Das ist nicht ein Sohn? Weg damit! Ich möchte kein Mädchen als Tochter haben. Ja, da haben Sie wohl Pech gehabt. Man kann das Kind nicht umtauschen und sich das Geschlecht aussuchen wie im Supermarkt. Ich wollte einen Sohn, nicht eine dreckige Tochter. Ekelhaft. Ach, ich will dieses Kind einfach nur loswerden. Ich will das nicht in meiner Wohnung haben. Ich will keine Tochter. Für den richtigen Preis könnte ich Ihnen helfen, das Kind loszuwerden. Sagen wir mal ganz hypothetisch, wenn das Kind in der Nacht, sagen wir mal, verschwinden würde und Sie würden es mir bringen und ich würde das Kind dann loswerden. Wie viel Geld müsste man, sagen wir mal so, in Ihren Spind auffinden, damit Sie diesen Job für mich erledigen? Ich meine, für diese Person erledigen. Oh, also ich mache Ihnen einen Special-Preis. Sagen wir 3.000 oder 4.000 Euro. Sie können sich's aussuchen. Aber das ist gar kein Problem. Meine Frau hat 3 Jobs. Die 4.000 Euro werde ich Ihnen zahlen. Überhaupt kein Problem. Aber dafür müssen Sie das Kind klauen und so, dass es keine Beweise mehr gibt. Okay, dann machen wir das so. Wir treffen uns an einem Ort, den Sie aussuchen und ich werde das Kind heute Nacht entführen. Abgemacht. Ich schicke Ihnen dann noch die Adresse zu. Na, dann werde ich mal diese ekelhafte Ratte, das Baby, zurück in die Babystation bringen. Es muss ja nämlich alles unauffällig wirken bis jetzt. Und wir sehen uns später. Ja, ich kann es kaum erwarten, diese Ratte loszuwerden. Das Baby von der Patientin ist da und es geht ihm gut. Ach, zum Glück. Ich meine natürlich, ja, es ist so gut, dass es ihr gut geht. Ist sie nicht bezaubernd? Wie geht es der Mutter? Ist die Operation gut verlaufen? Sind beide gesund? Erzähl schon. Was geht dich das überhaupt an? Jetzt tu nicht so, als ob es dir wichtig ist, wie es dem Patienten geht. Was ist mit dir falsch? Natürlich will ich, dass es dem Patienten gut geht und natürlich interessiert mich das auch. Mir ist es egal, was du sagst und jetzt verschwinde von meinem Blickfeld. Ich muss jetzt durch, geh weg. Ich muss jetzt das Baby in die Babyabteilung bringen. Du brauchst es dir gar nicht so gemütlich machen, du kleine Ratte. Heute Abend entführe ich dich und dann bringe ich dich zu deinem Papa. Ein paar Stunden in der Nacht später. Wo bleibt er nur? Wann bringt er mir endlich meine ekelhafte Tochter? Ich möchte sie nämlich hier in diese Mülltonne werfen. So, ich muss ganz leise sein, nicht, dass mich irgendjemand noch sieht. Ich habe mich jetzt verkleidet, damit die Überwachungskameras nicht wissen, wer das ist. Ah, hier bist du kleine Ratte. Komm gefälligst mit. Boah, ich hasse Babys. Und ich werde jetzt reich sein, reich nach dieser Entführung. Hier bin ich auch schon und ich habe ihre Tochter mitgenommen. Was hat das denn so lange gedauert? Ich habe dir vor einer halben Stunde schon geschrieben. Es tut mir leid, dass ein Kind zu entführen ein bisschen länger dauert als eine halbe Stunde. Willst du das Kind oder nicht? Okay, kein Stress. Ich verzeihe dir natürlich und gib mir das Kind. Ich möchte es jetzt endgültig loswerden. Oh, was für eine süße Tochter du bist. Ab in den Müll mit dir, wo Töchter hingehören. Jetzt bin ich es los. Und meine Frau wird nur noch für mich da sein und für mich sorgen.
Und wo ist mein Geld? Ach, du brauchst dich nicht sorgen. Morgen, wenn ich meine Mutter abhole, dann werde ich dir das Geld bringen. Vergiss nicht, wir haben 4000 Euro ausgemacht. Also ich hoffe, du nimmst das Geld wirklich mit. Ja, ja, ich muss jetzt los. Keine Sorge, ich werde es dir morgen vorbeibringen. Ganz unauffällig in einem Briefumschlag. Dieser elende Schwachkopf. Ich werde nicht nur die 4000 Euro von ihm verlangen. Ich werde ihn dann monatlich erpressen, weil ich weiß, was er gemacht hat. Er hat seine Tochter einfach in den Müll geworfen und dann bekomme ich monatlich 4000 Euro. Wo bin ich? Ah, zum Glück, Sie sind munter. Es ist alles in Ordnung. Sie haben die Operation gut überstanden und Ihr Baby hat die Operation auch gut überstanden. Das sind ja großartige Neuigkeiten. Vielen Dank. Wenn Sie sich stark genug fühlen, kann ich Ihnen Ihr Baby auch vorbeibringen. Ja, ich fühle mich sehr fit. Bitte bringen Sie mir mein Baby. Oh, meine Liebe, du bist ja schon munter. Oh, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Ich schaue dann später nochmal vorbei. Bitte bleiben Sie im Bett. Sie dürfen sich nicht aufregen. Oh, mein Schatz, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Ich konnte heute Nacht nur 12 Stunden schlafen. Es tut mir so leid, dass du wegen mir nur 12 Stunden Schlaf hattest. Sind etwa diese Blumen für mich? Die Blumen schauen irgendwie aus, als wären sie aus dem Müll gefischt. Das sehen sie auch. Ich meine natürlich, das sehen sie nicht. Ich habe sie gekauft mit Geld. Was sind sie überhaupt hier? Verschwinden sie. Ich möchte mit meiner Frau alleine sein. Oh ja, die liebe Krankenschwester wollte mir mein Baby vorbeibringen. Ich würde jetzt gerne mein Baby sehen, bitte. Oh, natürlich wollte ich Ihnen Ihr Baby bringen. Warten Sie eine Sekunde. Das geht ganz schnell. Ich hole es ganz schnell. Hier, mein Kleiner, komm zu mir. Ich meine natürlich meine Kleine. Und hier ist Ihr Baby. Gesund und munter. Du bist ja das schönste Mädchen, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Warte, was? Das Baby ist hier? Wie ist das möglich? Ich hab's doch... Was wollten Sie sagen? Wollten Sie vielleicht sagen, Sie haben das Baby entführt und haben es weggeworfen? Wir haben Ihren Plan durchschaut und haben ihn in eine Falle gestellt. Sie werden jetzt festgenommen. Was, Polizei? Was ist hier los? Ich verstehe das nicht. Ja, ich verstehe das auch nicht. Was ist hier los? Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Sie werden festgenommen, weil Sie illegal ein Baby in Müll versorgen wollten. Ach so, ja, und wegen Entführung. Kindesentführung? Was? Ja, Ihr Mann ist ein elender Verbrecher und es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber es ist wie folgt passiert. Okay, dann machen wir das so. Wir treffen uns in einem Ort, den Sie aussuchen und ich werde das Kind heute Nacht entführen. Abgemacht. Ich schicke Ihnen dann noch die Adresse zu. Ich kann nicht glauben, was ich gehört habe. Der Vater will das Kind entführen und will diesen gemeinen Dr. Kackwurst engagieren, um es zu entführen. Das kann ich nicht zulassen. Ich muss sofort zu Dr. Liam gehen und ihm das erzählen. Liam, du musst mir helfen. Es ist was Schreckliches passiert. Serafina, was ist los? Du zitterst dir am ganzen Leib. Was ist passiert? Ich habe gerade gehört, wie der Ehemann unserer Patientin den bösen Doktor engagiert hat, um das Kind zu entführen. Sie wollen es loswerden, weil es ein Mädchen ist. Ah, dieser böse Doktor, Furzkanister, das kann ja wohl nicht sein, denn er ist ein Arzt, er sollte Menschen retten und nicht entführen. Wir können das nicht zulassen, wir müssen uns einen Plan überlegen. Ich habe auch schon eine Idee, am besten kommst du mit, ich erkläre dir alles auf dem Weg. Zusammen sind wir dann auf einen Plan gekommen, wie wir diesen zwei Verbrechern eine Falle stellen können. Aber natürlich konnten wir das Leben von dem Baby nicht riskieren. Und da bin ich einfach auf die Idee gekommen, das Baby auszutauschen. Da sie das Baby so oder so mitten in der Nacht entführen wollen, werden sie nicht merken, dass es nicht 1:1 ausschaut wie ein echtes Baby. Wir sind dann mit dem Baby in den Armen sofort in die Polizeistation gegangen und haben der Polizistin alles erklärt, was passiert ist. Doch leider hatte sie schlechte Nachrichten für uns. Sie hat uns erzählt, da wir gar keine Beweise haben, kann sie nichts machen. Sie kann erst jemanden verhaften, nachdem sie ein Verbrechen gemacht haben und nicht davor. Aber so leicht geben wir natürlich nicht auf und wir haben ihr einfach von unserem Plan erzählt. Sie war sehr überrascht, dass eine Krankenschwester und ein Arzt so eine gute Idee haben können. Wir haben uns nämlich überlegt, wir werden ihn in eine Falle stellen. Wir werden die Polizistin mitnehmen und sie die ganze Zeit beobachten, von Anfang bis Ende. Wir werden uns auf die Lauer legen und auf sie warten. Und da wir das Baby in Sicherheit gebracht haben, hat die Polizistin unserem Plan zugestimmt. Und jetzt mussten wir nur noch eine Sache machen. Zurück ins Spital und warten, bis es Nacht wird. Und bis die Verbrecher aus ihrem Versteck kommen. Ich hasse Babys. Und ich werde jetzt reich sein, reich nach dieser Entführung. Dieser elende Doktor, ich kann es kaum erwarten, wenn er im Gefängnis ist. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass sie ins Gefängnis gehen und nie wieder mehr zurückkommen. Los, hinterher!
Ja, ich muss jetzt los. Keine Sorge, ich werde es dir morgen vorbeibringen. Ganz unauffällig in einem Briefumschlag. Dieser elende Schwachkopf. Ich werde nicht nur die 4000 Euro von ihm verlangen. Ich werde ihn dann monatlich erpressen, weil ich weiß, was er gemacht hat. Er hat seine Tochter einfach in den Müll geworfen und dann bekomme ich monatlich 4000 Euro. Halt, stopp. Jetzt bin ich hier. Sie sind jetzt festgenommen. Was? Polizei? Oh, ich muss schnell weg. Weglaufen hat keinen Sinn. Wir kennen ihr Gesicht. Nicht nur das. Wir wissen, wo du wohnst und wo du arbeitest. Ich weiß nicht, warum sie mich festnehmen wollen. Ich bin unschuldig. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin einfach nur hier. Ach, sie sind nur durch Zufall hier. Oh, naja, wie kommt dann dieses Baby hier in die Mülltonne, was sie für Geld entführt haben? Oh, da ist ein Baby in der Mülltonne. Ach, ich muss das sofort ins Spital bringen. Warte mal, das ist ja kein echtes Baby. Das ist nur eine Puppe. Natürlich ist das nur eine Puppe. Glaubst du, nachdem wir herausgefunden haben, was sie vorhaben, lassen wir sie ein echtes Baby entführen? Was? Sie haben von dem Plan gewusst? Ach, das ist eine Falle. Sie haben mir eine Falle gestellt. Frau Kollegin, ich habe gesehen, Sie haben einen Einsatz hier. Wir sind hier, um den Verdächtigen mitzunehmen und ins Polizeirevier zu verprügeln. Zu bringen. Sehr gut, dass Sie hier sind, Kollegen. Lass mich ihn verprügeln, verprügeln. Hat er schon gestanden, Kollegin, oder sollen wir etwas nachhelfen? Das kommt ganz auf ihm an. Sollen die Kollegen Ihnen ein bisschen nachhelfen mit dem Geständnis? Nein, nein, bitte nicht. Ich bin ein Weichei. Ich möchte nicht verprügelt werden. Ich gestehe alles. Ich werde eine Zeugenaussage machen und alles unterschreiben, was Sie mir unter die Nase halten, aber bitte verprügeln Sie mich nicht. Dann bringen Sie ihn ins Polizeirevier. Ich möchte zu meiner Mami. Ich will meine Mami sehen. Führen Sie ihn ab, Kollegen. Komm mit, du kleines Muttersöhnchen. Euer Plan ist aufgegangen. Wir haben ihn. Und er wird ein Geständnis machen. Das heißt, wir haben den Vater dann auch. Wir müssen noch bis morgen warten, bis er das Geständnis unterschreibt. Und dann können wir den Vater auch verhaften. Wenn ich nur daran denke, dass er ein unschuldiges, armes Baby einfach weggeschmissen hätte. Gugu Gaga Baby. Gugu. Oh, wie süß ihre Stimme ist, wie von einer kleinen Prinzessin. Okay, ich glaube, wir sollten jetzt nach Hause gehen. Wir treffen sich morgen im Spital. Bitte sag mir, dass das nicht stimmt. Sag mir, dass das nicht stimmt. Du wolltest nicht unsere Tochter entführen lassen, um sie dann in den Mistkübel zu werfen. Nein, mein Liebling, du darfst ihnen nicht glauben, ich... Und der nächste Beweis. Hier sind die 4000 Euro als Bestechung für den Arzt. Nein, natürlich nicht. Das Geld war nur für den Arzt, weil er so gut um meine Tochter sich gekümmert hat. Schluss aus mit diesen faulen Ausreden. Sie werden jetzt verhaftet. Kollegen, ihr könnt's rauskommen. Verhaftet diesen dreckigen Mann. Gib ihn mir, ich werde ihn zerreißen. Keine Sorge, dieser Kinderentführer wird bekommen, was er verdient. Komm mit, lieber Verbrecher, wir haben eine Überraschung für dich. Na warte, du, nimm das. Keine Sorge, er wird für viele Jahre ins Gefängnis gehen. Ich gehe jetzt schnell in das Polizeirevier und bring die Beweise dorthin. Geht es Ihnen gut? Ich glaube, das war ein bisschen zu viel jetzt. War es zu viel auf einmal? Soll ich mich um das Kind kümmern? Nein, nein, alles ist gut. Er war kein guter Ehemann, das war er nie, aber das hätte ich von ihm nie gedacht. Ich bin einfach nur traurig. Das verstehen wir natürlich, aber wir werden Ihnen helfen, so viel es geht. Ich gebe Ihnen meine Telefonnummer und ich werde immer vorbeikommen, wenn Sie Hilfe brauchen. Wirklich, das würden Sie für mich tun? Oh, vielen Dank, Sie sind echt gute Menschen, ihr zwei. Überhaupt kein Problem, ich bin auch ein sehr guter Babysitter. Die ersten paar Monate werden wahrscheinlich schwer, aber ich kann Ihnen helfen, ich kann Ihnen immer Essen vorbeibringen. Und wir können sicher eine Finanzförderung für Sie bekommen, dass Sie die ersten paar Jahre nicht arbeiten gehen müssen. Ich bin so dankbar, dass ich in dieses Spital gekommen bin. Nicht nur, dass ihr sofort herausgefunden habt, was mir fehlt. Ihr habt auch noch meinen verrückten Ehemann verhindert, dass er meine Tochter entführt. Und jetzt hilft ihr mir auch noch weiter. Vielen lieben Dank. Natürlich machen wir das für Sie und zwar liebend gerne, überhaupt kein Problem. Und ich nehme diesen Müll auch gleich mit und vernichte es draußen. Ruhen Sie sich etwas aus. Wir kommen später und schauen nach Ihnen nochmal. Oh, meine Kleine, ich habe dir ja noch gar keinen Namen gegeben. Liebe Tokatos-Zuschauer, vielleicht habt ihr eine Idee für einen Namen für mein kleines Baby. Wenn ihr schöne Ideen habt für Namen, bitte schreibt das in die Kommentare. Oh, und vergisst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben und den Kanal zu subscriben. Liebe Toasties, ihr seid einfach die allerallerbesten. Wer hätte gedacht, dass wir so viel erleben in dieser kurzen Zeit? Wir haben zwei Menschenleben gerettet und eine Entführung verhindert. Ich sage mal so, ganz normal ist das, was wir alles jetzt erlebt haben, ganz sicher nicht, liebe Serafina. Es war mir aber ein Riesenvergnügen, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, wenn du fertig mit der Schule bist, fängst du auch an, eine Ärztin zu werden oder Krankenschwester. Und du vielleicht fängst du sogar hier an zu arbeiten und dann können wir mal auf ein Date gehen oder so. Also willst du mit mir auf ein Date gehen? Magst du mich etwa? Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Das ist nicht besonders nett. Aber liebend gern würde ich mit dir auf ein Date gehen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Oh, da bin ich erleichtert. Vielleicht machen wir auch einfach ein Detektivbüro zusammen auf. Was hältst du davon? Auf was für schwachsinnige Idee kommst du denn?
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Story gefallen. Ich habe mir gedacht, ich könnte öfter mal so eine Story machen von Serafinas Abenteuer im Spital. Würde euch eine zweite Spitalstory überhaupt interessieren? Wenn ja, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Und zu guter Letzt möchte ich mich wie immer bei unseren Superfans bedanken. Vielen Dank, Elisa, dass du so ein Fan von uns bist. Als nächstes grüßen wir die liebe Emma. Vielen Dank, dass du unser Bild als dein Profilbild genommen hast. Das ist uns eine Ehre. Black and Cat, vielen Dank, dass du unseren Kanal abonniert hast. Als nächstes grüße ich noch Eileen und Max. Hört auf Aline und Max, wenn sie euch sagt, dass ihr uns abonnieren sollt, dann müsst ihr das auch machen. Liebe Jana, ich hoffe, dir hat das Ende gut gefallen und du freust dich schon auf die nächste Story. Wenn ihr auch mal in einem Video erwähnt werden wollt, dann schreibt einfach einen netten Kommentar und wenn ihr Glück habt, grüßen wir euch sogar im nächsten Video. Ihr findet uns auch noch auf TikTok. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das ist das Ende für diese Story. Bis jetzt. Vielleicht kommt auch noch eine Fortsetzung. Aber derweil ist das Ende. Ich habe euch wieder im Video ein kleines Tokatos-Symbol eingefügt. Habt ihr es gesehen? Wenn ihr es gefunden habt, dann bitte schreibt in die Kommentare, wo es zu finden ist. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ah, Spaß. Natürlich kommt noch ein Lied für euch zum Schluss. Wer es kennt, soll mitsingen. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. Was sagt ihr? Soll ich eine Musikkarriere starten? Also soll ich ein Lied rausbringen? Ein 100% Tokatoast-Lied? Und ich heiße dann MC Tokatoast. Na gut dann, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!